Hallo und herzlich willkommen zum Interview beim SV Meppen. Gesprächspartner ist Thilo Leugers. Der 26-Jährige ist Dreh- und Angelpunkt im defensiven Mittelfeld. Hallo Thilo. Hallo Uli. Thilo, du hast schon Champions League gespielt mit Enschede. Hast du auch schon Relegation gespielt, bevor du beim SV Meppen warst? Nee, das durfte ich oder... Nee, bis jetzt noch nicht, außer das Spiel halt am Wochenende. Aber die Anspannung ist wahrscheinlich ähnlich groß, oder? Ja, also ich glaube, ich habe da auf dem Weg zum Spiel habe ich noch drüber nachgedacht, ob man vorher auch mal aufgeregt war. Also entweder war ich zu jung, um überhaupt darüber nachzudenken. Also ich war schon Sonntag klar angespannt, aber jetzt großartig nervös dann nicht. Ja. Kommen wir zum Spiel in Mannheim. War der Druck so groß wie in der Anfangsphase, wie ihr ihn erwartet habt? Ich glaube, wir haben klar damit gerechnet, dass sie vorne drauf gehen, dass sie das Spiel machen wollen, dass sie unbedingt auf Sieg spielen. Und wir haben es genauso erwartet, glaube ich auch, mit dem Drumherum auf jeden Fall auch. Und wir haben es gut angenommen, glaube ich. Und ja, also es war so wie erwartet auf jeden Fall. Ja, ihr habt einige gute Torchancen gehabt in der ersten Halbzeit. Bisschen Diskussionsstoff gab es um den Kopfball von Posipal. War drin? Also ich dann genau auf der Linie und ich habe schon ein paar Mal gesagt, man sah den Pfosten, den Ball kommen und der Ball ging wieder weg. Also ja, für mich war er drin. Aber der Schiedsrichter sagt auch, ohne Torlinienkamera, da kann ich auch nichts machen. Ja, gut, das ist Fußball, gehört auch dazu. Dann kam der Schock kurz vor der Halbzeitpause, die gelb-rote Karte für Martin Wagner. Was habt ihr in der Kabine gedacht? Ja, also während des Spiels habe ich gedacht, scheiße, jetzt wird's richtig hart. Und in der Kabine war das dann einfach so das Gefühl, alle hatten einfach Bock. Und wollten unbedingt das dann auch für Martin machen. Und es war eher so, dass alle dann nochmal umso mehr zusammengehalten haben. Und der Tenor war ganz klar, wir stehen gut und halten die Null. Und das haben wir auch geschafft. Ja, habt ihr geschafft, richtig gut in den Räumen gestanden. Ist das 0-0 unter den Bedingungen betrachtet dann doch ein Wunschergebnis vielleicht? Ja, ich glaube, wenn man auswärts zu Null spielt, dann hätten wir das von vornherein, glaube ich, gekauft. Und ja, wenn man dann, wie du schon sagtest, die Chancen in der ersten Halbzeit, wenn man mit ein bisschen Glück vielleicht einen macht, dann wäre das natürlich noch umso schöner. Aber ich glaube, wenn man 50 Minuten in Unterzahl spielt, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, im Backofen. Und so fühlt es sich auch an. Und dann, ja, ich glaube, dann können wir da schon sehr, sehr gut mit leben. Wie sehr hat euch denn die Hitze zugesetzt? Ja, klar, man hat es gemerkt, mit 10 Leuten, dann ist es, jeder Weg tut weh, jeder Meter tut weh. Aber ich glaube, ich habe dann erst die Hitze so richtig gemerkt, als wir dann nochmal zum Auslaufen rausgegangen sind. Da habe ich gedacht, boah, also das ist echt schon richtig, richtig heiß. Aber sonst war man einfach voll drin. Mittwochabend, Rückspiel sozusagen, das Finale der Relegation. Was ist für euch besonders wichtig in diesem Spiel? Ja, besonders wichtig ist natürlich klar, man will aufsteigen, ne? Also, ich glaube, es geht erst darum, erstmal wieder gut zu stehen, vor allen Dingen auch zu genießen. Ich glaube, das wurde oft genug gesagt. Es ist, so oft kommt sowas nicht vor, dass man so Spiele spielt und auch vor allen Dingen zu Hause ausverkauft und wirklich die Chance hat, aufzusteigen. Ja, und ich glaube dann, dass wir einfach versuchen, dann auch mutig zu spielen und auf Sieg zu spielen. Wie schwer ist es, den gesperrten Martin Wagner zu ersetzen? Ja klar, Martin wird fehlen. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Als Kapitän, als Führungsspieler mit seinen Qualitäten auch, wird er auf jeden Fall fehlen. Aber ich glaube, auch wer auch immer auch spielt, wird es auch gut ersetzen können. Wie wichtig ist denn am Mittwochabend die Unterstützung des Publikums? Ja klar, also die ist immer wichtig, die war auch in Mannheim, also es hat schon richtig, richtig Spaß gemacht, als man dann auch schon zur Platzbegehung sind wir rausgekommen, da waren schon einige da, das hat schon Spaß gemacht und als man dann zum Anpfiff rausgekommen ist und dann im vollen Haus und man die Meppen auch singen hat hören, na, das ist schon richtig schön und wenn man jetzt zu Hause dann 13.000 Zuschauer hat, die für uns sind, beziehungsweise dann, ich weiß gar nicht, wie viele Mannheimer mitkommen, aber ja, das wird schon großen Anteil haben auf jeden Fall. Wie groß ist die Chance nächstes Jahr in der dritten Liga zu spielen? Prozentual müsste ich jetzt ausrechnen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also es ist halt, im Fußball kann alles passieren und die Chance ist auf jeden Fall da und die wollen wir nutzen. Nur 51% hätten auf alle Fälle gereicht. Ich danke dir fürs Gespräch, wünsche viel Glück für die Relegation und hoffe, dass das nächste Interview dann ein Drittliga-Interview wird. Das war das Interview beim SV Meppen. Tschüss, bis nächste Woche.